So hat es angefangen. Und schon taucht das Wort Chaos auf. Obwohl doch nur harter Winter ist. Der Pilger aus Polen in Rom. Er sucht die Nähe des Landsmannes, der ihn versteht. Zuneigung und Zuversicht. Berlin. Er wäre im Augenblick der Niederlage sicher lieber allein gewesen. Schwörlich, so wahr mir Gott helfe. Der neue Regierende, den die Partei aus Bonn schickt, schaut nicht viel heiterer drein als sein Vorgänger. Again, from the bottom of my heart, I want to express to you the gratitude I feel. Thank you, fellow citizens, and farewell. Dank an die Mitbürger und gute Wünsche. Wechsel in Washington. Jogging ist out. Reiten ist in beim neuen Präsidenten. Auch wenn man es noch lernen muss. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Now, I congratulate you, sir. Konfetti-Parade in New York für die 52 Geiseln, die nach 444 schmachvollen Tagen aus Teheran heimgekehrt sind. So kommt das schönste Antrittsgeschenk für den neuen Präsidenten, ausgerechnet vom fanatischsten Feind. Peking, Maos Witwe und die anderen drei der gehassten Viererbande werden zum Tod verurteilt. Und in den wohltemperierten Pariser Salons ist auf dem Laufsteg schon wieder Sommer. Er war der König des Rock'n'Roll. Bill Haley ist nur 53 Jahre alt geworden. Er, 32, meint, er sei keinesfalls zu alt für sie, die 19-Jährige. Prinzenverlobung. Ein Saphir und 14 Diamanten. Am Hof in Luxemburg ist man schon weiter. Es war Studentenliebe. Henri und Maria Therese. Die berühmte Pariser Sorbonne hat einen neuen Ehrendoktor, Helmut Schmidt. Innerhalb von 12 Monaten der 4. Regierungschef in Polen. Jetzt soll der General mit der Gewerkschaft und der Kirche fertig werden. Auch die polnischen Bauern wollen ihre eigene Gewerkschaft. Das oberste Gericht ist anderer Meinung. Die Bauern dürfen sich nur im Verband zusammenschließen. Der besonnene Abwiegler, Ruhe und gemeinsame Arbeit sind notwendig. Es könnte sein, dass wir gut aus der Sache herauskommen. In Hiroshima dieser Friedensruf in 9 Sprachen. Jedem Menschen in diesem Land und in der Welt rufe ich zu, fühlen wir uns
verantwortlich füreinander. Madrid, Putschversuch im Parlament. Der Putsch misslingt, das Militär bleibt in den Kasernen, der König setzt sich durch. Brockdorf, Begriffe jene Mischung aus Atomangst und Ideologie, aus grüner Mission und brutaler Gewalt. Der Staat muss reagieren, die Polizisten müssen leiden und viele gutwillige Demonstranten auch. Der bekannteste Wanderer des Landes. 780 Kilometer hat er hier zurückgelegt. Noch 350 sind zu wandern. So weit ist es von der Ostsee bis zu den Alpen. Die hohe Zeit der Narren und der Masken. Jener beständigen Eigenart, fröhlich zu sein, wenn der Kalender es will. Und das ist so im Schnee und in Rio. Verrückter Attentäter aus Colorado inszeniert diesen Krimi, dem die entnervten Darsteller nicht gewachsen sind. Der bestbewachte Mann der Welt wird schwer verletzt. Die allgegenwärtige Präsidentenkamera gibt Einzelheiten in alle Welt. He's described as white and fair-haired. He's been named as 23-year-old John Hinckley from Colorado. Der Pressesprecher des Präsidenten kann keine Auskunft mehr geben. President's press secretary, Jim Brady, he has a bullet wound in the forehead. In Berlin räumt die Polizei nach längerer Zeit wieder ein besetztes Haus. Der Senat will den Besetzern Grenzen zeigen, wenn die Besitzer sofort reparieren oder abreißen. Wenn angesichts geringer werdender Verteilungsmasse eine Ellenbogengesellschaft entsteht, ein radikaler Gruppenegoismus regiert, Kampf aller gegen alle und vor allem der Starken gegen die Schwachen herrscht, dann wird unser demokratisches Gemeinwesen zum Beuteobjekt. Es wird letztlich sinnentleert. Es büßt jene geistige Prägekraft ein, die doch gerade in schwierigen Zeiten Gemeinsamkeit stiften muss. Die Schneeschmelze und der Regen plagen die Flussanrainer im ganzen Land, besonders in Niedersachsen. Vier Tage und vier Nächte lang zeigt der Ätna, wie es in dieser Erde kocht und brodelt. Verheerendster Ausbruch seit Jahrzehnten. Auf der anderen Seite der Welt ein anderes Problem. Zu viele Kängurus. Und die Vorgärten in den australischen Städten sind nicht mehr sicher.
Space Shuttle. In 54 Stunden 36 Mal um die Erde. Dann kehrt das Raumschiff wie ein Flugzeug zurück. Auf den Tag genau 20 Jahre bemannte Raumfahrt. Als erster war damals der Russe Gagarin im All. Landung auf die Sekunde, pünktlich wie vorausberechnet. Die Piste ist ein ausgetrockneter Salzsee in Kalifornien. Projektkosten 20 Milliarden Mark. Bonn erhöht die Mineralölsteuer. Tankpause. Und Bonner Frühlingsoptimismus, wenn nach anderen Preiserhöhungen gefragt wird. Tabak, Sekt oder was da alles im Gespräch war. Ist gut. Die Besorgnisse, dass die Schachtel Zigaretten 5 Zigaretten weniger enthält, ist also unbegründet. Vielen Dank, Herr Becker. Benzin bleibt so preiswert, wie es ist. Im Öl- und Morgenland für 10 Milliarden ein neuer Düsenbahnhof. König Khalid von Saudi-Arabien eröffnet ihn in Chitta, nicht weit von Mekka. Der teuerste Flughafen der Welt. Die Gratulanten dürfen rein. Der einzige Kaiser der Welt feiert den 80. Geburtstag. Kaiserliche Huld, noch gedämpft durch das Panzerglas. London verschickt Bilder, die man von dort nicht erwartet hat. Die Polizei hat in Brixton einen Jungen verhört und das hat das Gemisch aus Arbeitslosigkeit und Armut, aus Rassenhass und Kriminalität gezündet. Wir Deutschen müssen behutsam miteinander umgehen, das Erreichte bewahren und ausbauen. Wir müssen beharrlich sein und wir müssen füreinander berechenbar bleiben. Das gilt für die Bundesrepublik und das gilt für die DDR gleichermaßen. Bericht zur Lage der Nation, die andere Seite. Wir waren immer bereit, konstruktiv zur Entwicklung normaler, gut nachbarlicher Beziehungen zwischen der DDR und der BRD beizutragen. Das wird auch weiterhin so sein. Doch die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten lassen sich von der internationalen Situation nicht abkoppeln. Die Wiederwahl oder die Doppelrolle. Zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde Genosse Erich Honecker gewählt. Aus für den erfolgreichsten Boxer aller Zeiten. Joe Louis wird auf dem amerikanischen Heldenfriedhof Arlington beigesetzt. Zapfenstreich. Hans Söhnke hat, als er ging, seinen Kollegen diesen Rat dargelassen. Nur der soll das Wagnis nicht eingehen, der dem äußeren Glanz, dem leichten Leben und den großen Gagen nachjagt. Wer sich aber wirklich berufen fühlt, soll sich durch nichts und niemanden von seinem Ziel abbringen lassen. Dann wird er eines Tages, wie ich, in der Rückschau sagen können, es war wunderbar und es war kein Tag zu viel. Thank you.
Revolution, heißt das in Ost-Berlin. Der erste Mann am 1. Mai in Moskau. Und dort wird der Tag zum Frühlingsfest. In England protestieren die Arbeitslosen. Die wissen, dass ohne Kampf und persönlichen Einsatz kein Fortschritt möglich ist. Unsere Gegner in der Wirtschaft, im Staat und in der Gesellschaft warten doch nur auf Zeichen der Schwäche, der Zerspaltenheit, um das wieder abzukassieren, was wir mühsam erkämpft haben. Belfast. Totengeläut für den Ira-Mann Bobby Sands, der sich im Gefängnis zu Tode geungert hat. My son's dying. And I would like to appeal to the people. Die Mutter von Bobby Sands appelliert an alle, nicht weiter zu kämpfen. Cause no death or destruction. My son has offered his life for better conditions in prison, but not to cause further death outside. That's all I can say. How is he today? 20.000 kommen zum Friedhof. Der Kampf geht weiter. Seite, von der aus auf Heinz Herbert Karri geschossen wurde. Der Nachbar erinnert sich. Na ja, ich bin zwischen 5.01 Uhr und 5.03 Uhr war es auf meinem Wecker, bin ich wach geworden, habe die Schüsse gehört. Meiner Ansicht nach waren es 6 Schüsse, erst 2, dann eine und dann kurz hintereinander nochmal 3. Und da habe ich aber mir nichts dabei gedacht im Moment, bis ich die Frau Kari schreie habe, Herr Gerhard, das ist der Nachbar nach rechts. Und da hat sich nichts getan scheinbar. Und da ist die Frau Kari hier an das Balkonfenster gekommen und hat gerufen, Herr Schröder, rufen Sie doch schnell den Notarzt, mein Telefon geht nicht. Trauer, Verzweiflung, Angst. Und Zorn. Der Freudenrausch der ersten Stunde, Wechsel in Frankreich. Je souhaite que la Providence veille sur la France. Pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Präsident unterwegs in die Geschichte, die er weiterknüpfen will. Im Pantheon Zwiesprache mit den großen Franzosen von gestern. Meine Tage,
für den Sozialisten Jean Jaurès, der 1914 ermordet wurde. Dankbar, weil er im Westen bleiben kann, der Russe Maxim Schostakowitsch dirigiert die amerikanische Hymne. Und dann Gershwin für die 75.000 vor dem Kapitol in Washington. Genau die Zeit, um in die Luft zu gehen. Kinderkirchentag in Hamburg. Mal Gott. Du lebst davon, dass man vor dir zittert. Ich habe die Angst vor dir verloren. Fürchtet euch nicht. Die Bonner SPD muss auch in Hamburg aushelfen. Der Spitzenmann aus Rheinland-Pfalz muss umsatteln. Ich schwöre, dass ich Deutschland dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der hamburgischen Verfassung die Treue halten, die Gesetze beachten, die mir als Mitglied des Senats obliegenden Pflichten gewissenhaft erfüllen und das Wohl der Freien und Hansestadt Hamburg, so viel ich vermag, fördern will. Ich schwöre es. So war mir Gott. Die CDU zieht ins Berliner Rathaus ein. Antritts- und Abtrittsfoto zugleich. Frascati. Dieser kleingewachsene Höhlenforscher hing 50 Minuten mit dem Kopf nach unten im Schacht. Aber auch er kann dem 6-jährigen Alfredo, der im 60 Meter tiefen Brunnen steckt, nicht helfen. Ohnmacht der Technik. Anschlag in Teheran. Das ist so grausam, dass man schier vergisst, was aus dem getroffenen Hauptquartier der Khomeini-Partei an Grausamkeit über das Land schon gekommen ist. Revolutionsrichter Beheshti ist unter den Toten. Und das iranische Fernsehen kann auch im Elend die Propaganda nicht lassen. Ein Wirrkopf schießt mit Platzpatronen. Aber die Parade zum Geburtstag der Königin geht weiter. Ein paar Tränen werde ich weinen um dich, aber du wirst es nicht sehen. Denn beim Abschied will ich lächeln, als wäre weiter nichts geschehen. Abschied. Ich war wohl der Typ für die damalige Zeit. Das war modern mit Frauen mit tiefen Stimmen und mit ein bisschen geheimnisumwitterten Frauen. Und das ist ja wohl ein Grund gewesen. Ne? McEnroe kann es kaum fassen. Und die
sie an Bord gelernt, jetzt verlieren. Jetzt ist er der Größte. Es brennt wieder in Liverpool, in Manchester und in London. Radikale, meist farbige Jugendliche, betroffene Bürger und ratlose Politiker. Aber aus England kommen auch die schönsten Fernsehbilder des Jahres. Discreetly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained. I will. 2 Millionen am Straßenrand. 1 Milliarde Hochzeitsgucker am Fernsehen in aller Welt. Lodge. Hungrige aller Länder, vereinigt euch. Die Mütter gehen auf die Straße. Unsere Kinder wollen was zu essen haben. Warschau. Die Regierung will die Fleischrationen kürzen. Urlaub, die schönste Zeit des Jahres. Die Reise in den Süden und die Fahrt zum Gipfel. In Ottawa müssen die Neuen erst eingeübt werden. Der Amerikaner, der Franzose, der Italiener, und der Japaner. Licht aus, Fotografen raus. Achtung Enten, und das ist keine Ente. Die kluge Alte hat nämlich im Polizeirevier gebrütet und der Spielplatz ist gegenüber. Berlin, der Preußenmonat im Preußenjahr. Hurra! 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 Potzblitz, Zapperment, Zapperment, Potzblitz, 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 Zapperment, Potzblitz. Der alte Fritz und Preußen, der alte Fritz und Preußen, sind schon lange. Nagasaki. Am Ehrenmal für die Opfer der Atombombe von 1945 ist die Bitte um Frieden besonders eindrucksvoll und nachhaltig. What?
Sie sind für den Frieden von Kopenhagen nach Paris gezogen. Bombay. Man schimpft die Waffen und vergisst dabei, dass die Menschen keinen Frieden halten können. Salvador. Krieg unter Bürgern. Elender Alltag. Grausamer Alltag. Bürgerkrieg. Hochsommer in London. Die Unwetter kommen. Man stiehlt sich in die Sonne. Dubrovnik an der Adria. Alle machen Urlaub. Der Haushalt bleibt in Bonn. Die Sorgen fahren mit. Sommertheater auf dem Gletscher. Oder wie man sich bettet, so rutscht man. Das Fußballgeschäft wird härter. Weil das Geschäft vor dem Fußball rangiert. Die Schau wird immer mehr überzogen, aber sie zerrt die Fans von Samstag zu Samstag. Karl Böhm. Er hat uns viel Freude gegeben. Seine Musik bleibt bei uns. Ausstellung in Berlin, Videorekorder sind vor allem im Gespräch und er. Es gibt eine Stadt, ganz weit drin im Land, gebaut auf Sand und sehr bekannt, die Stadt Berlin. Viel Wasser gibt's hier, jetzt sind sie gleich platt. Mehr Brücken als Venedig hat die Stadt Berlin. Sie sollen Berlin mal sehen, wie sie's vielleicht noch nie. Außenminister Heck bekräftigt die Schutzgarantie der Vereinigten Staaten für Berlin. Und so geben sich die zu erkennen, die gegen Heck und gegen Berlin und gegen Bonn und angeblich für den Frieden sind. Berlin kommt nicht zur Ruhe. Des Hauses Winterfeldstraße 20, 22, 24. Wir fordern Sie hiermit zum zweiten Mal auf, das von Ihnen besetzte Haus zu verlassen und Ihre Sachen mitzunehmen.
Als dann ein Demonstrant umkommt, hat man endlich den Märtyrer. Oder man besinnt sich. Die Täter müssen sich schon seit längerer Zeit in diesem Waldgebiet aufgehalten haben. Es wurden dort ein Zelt und Schlafsäcke aufgefunden. Heidelberg. Deutsche Terroristen feuern eine russische Panzerfaust auf den amerikanischen General Krösen und seine Frau. I looked to see that my wife was all right. We waited to see what was going to happen next, I guess. To her, you were slightly injured. Are you injured? Well, I have some flying glass. Ja, ein paar Kratzer und er kann nicht gut hören. I can't hear very well, but that's all. Ein Jahr Krieg zwischen Iran und Irak. Man sagt, die Perser hätten mehr Kampfgeist, die Iraker die besseren Waffen. Niemand außerhalb weiß ganz genau, wie es steht. Ein Krieg, um den sich die Welt nur gelegentlich kümmert. Der neue französische Prestigezug, der für jeden Präsidenten fährt. Mit 260 Sachen von Paris nach Lyon und zurück. Die Muskelprotze aus aller Welt verzerren ihre Körper, diesmal in Kairo. Und als die berühmten Sommerfestspiele von Verona Verdis Aida in die Dortmunder Westfalenhalle zwängen, fragt man sich, wann das erste Sechstagerennen nach Verona geht. Beirut, die geschundene Stadt im unglücklichen Libanon. Die hässlichste Bomberei seit 5 Jahren. Und jeder macht den anderen verantwortlich. Kairo, unter dem Lärmschild der Paradejäger kommen die Mörder von Sadat. Was ein Feiertag werden sollte, wird ein Tag des Schreckens. Unsere Teilnahme versucht, fremden Brauch zu durchdringen. Der Professor Papandreou, den vor dem viele nicht ganz ernst nahmen, reißt Griechenland auf die Seite des Sozialismus. The people in the power, socialism in Greece, forever. Sozialismus für immer, meint Frau Kultusminister Melina Mercouri. 300.000 im Bonner Hofgarten. Friedensbewegung oder Handlanger kommunistischer Propaganda. Auch der Bundestag versucht, dies zu klären. Die Friedensdemonstration, die friedlich verlief. Amerika kramt in seiner kurzen Geschichte. So soll es ausgesehen haben, als vor 200 Jahren bei Yorktown die Amerikaner und die Franzosen gemeinsam die Engländer besiegten auf dem Weg zur Unabhängigkeit. Und dies ist das 77. Sechstagerennen in Berlin. Musik.
Meter über Normal an der Nordseeküste. Und viele schauen besorgt nach Sylt. Dieses gestrandete russische U-Boot erschreckt die neutralen Schweden. Vor allem, weil es Atomsprengköpfe dabei haben soll. Das Boot kann nach 10 Tagen wieder fahren, die Beziehungen bleiben gestört. Ludwig Poulet, der einen eigenwilligen Weg ging zwischen seinen Interessen und denen der Westdeutschen Landesbank. Kein Betrug, keine Untreue, er wird freigesprochen. Einen solchen Prozess durchzustehen war für mich leichter als die Zeit vorher, die 3 Jahre vorher durchzustehen, der Untätigkeit und mit immer lesen zu müssen und hören zu müssen, dass man im Grunde genommen schon verurteilt war von Instanzen, die in einem Rechtsstaat dazu sicherlich nicht zuständig sind. Politiker, Zeitung, wie Sie wollen, Staatsanwalt, der hat ja auch Urteile gesprochen. Startbahn Frankfurt West. Die Demonstrantenlauben, die sie Hüttendorf nennen, werden geräumt. Die engagierte Wiesbadener Demonstration der Startbahngegner bleibt im Rahmen. Bis dann der Obergegner anheizt. Morgen wird für einige Stunden durch eine Doppelblockade von Polizei und von den Demonstranten, mehr von der Polizei, der Flughafen wahrscheinlich zu sein. Nicht wahr? Das wird sicher eintreten. Und es ist eingetreten. Und alle, die wirklich Argumente gegen die Startbahn haben, sind betroffen. Nie kann man in Moskau so in der Menge baden wie in Bonn. Tête à tête, diesmal von hinten. Parade der Parteivorsitzenden. Und nach deutlichen Gesprächen ein verhaltener Abschied. Miss Venezuela is this world 1981. Die schönste der Welt also. Und doch wird jeder eine noch schönere kennen. Noch ein bisschen näher, noch sehen Sie. Dann habe ich euch den Bild gebracht. Etwas freundlich gekrampft, man sieht sich also selten. Und jetzt sollen Sie näher zusammenrücken? Wieso, wir sind doch kein Liebespaar. Kann ja noch nicht verlassen. Güstrow, dort sollte die Begegnung mit der Bevölkerung sein. Straßen abgesperrt. Darf ich hier rausgehen? Die Bürger eingesperrt. Und die angekarrten Jubler kennen nur den Gastgeber. Herr Schmidt, Bonbon habe ich noch. Haben Sie auch noch? Schlussgag für die Presse, aber man hat mal wieder miteinander geredet. Israel verleibt sich die besetzten syrischen Golanhöhen ein. Auch die Freunde erschrecken, weil Israel nur sich selbst kennt. Und das auch noch feiert.
Lisa Alexejewa, von den mutigen Sacharows aus Moskau herausgerungen. Sie ist jetzt in Boston bei ihrem Mann. Die Sacharows sind weiterhin ungewissen. Beinahe daneben gegriffen. Benefizkonzert an drei Klavieren in London. One, two. New York, der super Wolkenkratzer Weihnachtsbaum. Ein Rat zur nationalen Errettung knechtet die Polen, weil es die Sowjets so wollen. Gefangene, Verletzte, Tote. Hunger, Angst, Untergrund. Der Westen findet kein gemeinsames Rezept für diesen Mann und seine Hintermänner. Weihnachten der Pole in Rom. Polskiej ziemi do lepszej przyszłości ojczyzny. Pokoju, sprawiedliwości, wolności. Allen Brüdern und Schwestern der polnischen Erde wünsche ich eine bessere Zukunft des Vaterlandes in Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et mane ad semper. Der nächste Segen für die Stadt und den Erdkreis, Ostern 1982.